بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Meine lieben Geschwister, wir wollen heute inshallah den zweiten Teil von Surat At-Takwir behandeln. Surat At-Takwir, die Surat Nummer 81, welche aus 29 Versen besteht und welche eindeutig eine mekkanische Sura ist. Jene Sura, welche im ersten Teil, und zwar bis zum Vers Nummer 14, über den jüngsten Tag spricht und den Beginn des jüngsten Tages und daraufhin das, was sich am jüngsten Tag abspielen wird. Ihr könnt euch erinnern, dass einige Gelehrte gesagt haben, dass die ersten sechs Schwüre, bei denen Allah Ta'ala schwört, alles Schwüre sind, welche Phänomene behandeln, die sich vor dem jüngsten Tag abspielen werden. Und der zweite Teil dieser 12 Schwüre, nämlich die zweiten 6 Schwüre, sind alles Dinge und Ereignisse, welche sich am jüngsten Tag abspielen werden. Und wir erinnern uns auch daran, dass das, worauf geschworen wird, nämlich der sogenannte Al-Muqsam alayhi, folgende Worte Allahs sind, und zwar ein einziger Vers: Alimat nafsun ma ahdarat. Wird eine jede Seele erfahren, was sie vorgebracht hat. Allah subhanahu wa ta'ala erleitet also diese Sura ein mit 12 Ereignissen, die sich abspielen werden, rund um den jüngsten Tag herum. Und jedes Mal soll der Mensch vor Augen haben, dass er in diesem Moment, wo diese Ereignisse geschehen werden, er sich an all seine Taten erinnert wird. An all seine Taten erinnern wird, aber dass es zu diesem Zeitpunkt zu spät sein wird. Und dass es die Aufgabe des Menschen ist, sich vor diesen Ereignissen auf den jüngsten Tag vorzubereiten. Und jetzt zeigt uns Allah Ta'ala im zweiten Teil der Sura auf, wie wir erfahren, wie wir uns auf diese Zeit vorbereiten können. Indem nämlich Allah Ta'ala im zweiten Teil dieser Sura wieder mit Schwüren beginnt, und zwar insgesamt 4, aber diesmal um etwas anderes zu bestätigen. Nämlich die Wahrhaftigkeit der Offenbarung Allahs. Und dass das, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam verkündet, das Wort Gottes ist und die Botschaft Allahs ist und nicht das Wort eines Menschen oder gar eines Shaitans. Und wir werden sehen, wie Allah Ta'ala das macht und wie unglaublich schön, rhetorisch, aber gleichzeitig auch argumentativ überzeugend Allah Ta'ala den Arabern damals aufgezeigt hat, dass all ihre Theorien über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam falsch sein müssen und dass dementsprechend nur noch eine Möglichkeit übrig bleibt, nämlich, dass es sich wirklich um einen Gesandten Gottes handelt. Allah Ta'ala, er verwendet die Logik. Und Allah Ta'ala, er widerlegt in diesen kurzen Versen all die Theorien, welche die Mushrikun, aber nicht nur die Mushrikun zur Zeit unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam, sondern auch Menschen in unserer heutigen Zeit über den Islam, über den Koran und über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ersonnen und erfunden haben. Und ich hatte euch letzte Mal gesagt gehabt, dass es ein oder zwei Punkte in dieser Sura gibt, welche ich nicht so ganz verstanden habe.
Und dieser Punkt, den ich nicht ganz verstanden habe, der kommt nämlich genau jetzt. Und ich habe mich jetzt nochmal intensiver damit beschäftigt, habe mehrere Tafsir diesbezüglich gelesen, habe ehrlich gesagt noch keine richtige Antwort gefunden, aber habe mir Gedanken gemacht und vielleicht bringen diese Gedanken mich der Antwort näher und ich werde diese Gedanken mit euch teilen, inshallah ta'ala. Und zwar beginnt Allah ta'ala jetzt diesen zweiten Teil der Sura ab Vers Nummer 15 mit vier weiteren Schwüren. Und zwar sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und er leitet diesen Schwur ein mit La. Und vor dem La kommt ein Fa, das heißt Fala. Das Fa im Arabischen bezieht sich immer auf etwas, was vorher war, auf eine Art Abfolge, direkte Abfolge. Ich hatte das schon mal erwähnt gehabt. Ja'a ar-rajulu fa kharaj. Der Mann kam und ist dann direkt rausgegangen. Darauf deutet das Fa hin. Und das Fa hier leitet nun einen neuen Abschnitt ein, der aber nicht losgelöst ist von dem ersten Abschnitt, sondern eng mit ihm in Verbindung steht. Es geht nämlich darum, dass die Leute, nachdem sie sich jetzt über sich selbst und über ihr Leben Gedanken gemacht haben, durch diese kurzen und knappen Verse auch aufgerüttelt wurden, dass sie jetzt über das nachdenken sollen, womit Muhammad sallallahu alaihi wasallam gekommen ist. Und Allah ta'ala, er beginnt das mit einem Schwur, einem gewaltigen Schwur, indem er nämlich sagt, Fala. Das ist der Anfang des Schwurs. Und dann, Uqusimu, ich schwöre. Jetzt könnte man das übersetzen, nein, ich schwöre. Dieses Nein soll aber keine Verneinung des Schwures sein, sondern dieses Nein bezieht sich auf das, was sie an falschen Vorstellungen haben über den Islam. Ganz wichtig. Also es geht hier nicht um die Verneinung eines Schwures, sondern es geht hier vielmehr um die Bestätigung eines Schwures. Und die Verneinung dessen, was sie Negatives und Schlechtes und Falsches über den Islam denken. Fala, all das, was ihr über den Islam denkt, ist falsch. Uqusimu bil khunnas. Ich schwöre bei den sich Verbergenden. Und dann kommt eine Beschreibung, eine Fortführung dieses Schwurs. Al-Jawaril Kunnas, den Dahinziehenden und sich wieder Zeigenden. Ein merkwürdiger Schwur. Die Gelehrten, sie haben zwei unterschiedliche Auffassungen über die Bedeutung dieses Schwures. Die meisten Gelehrten sagen, es handelt sich hierbei um Planeten. Himmelsgestirne, welche am Tage verschwinden, nicht mehr sichtbar sind und deswegen sich verbergenden und in der Nacht wieder sichtbar werden. Also so, als würden sie vorüberziehen. Und deswegen sagt Allah Ta'ala, ja, Al-Jawari Al-Kunnas, den Dahinziehenden, Jawari, kommt von welchem Verb? Jara, Yajri. Was bedeutet Yajri? Yajri heißt fließen, laufen, rennen. Also die, die in irgendeiner Weise sich bewegen, vorziehen. So als wären sie in einer ganz klaren Laufbahn, die Allah subhanahu wa ta'ala für sie vorgesehen hat. Und jetzt Al-Kunnas. Und sich wieder zeigenden. Was ist Al-Kunnas? Die Gelehrten sagen, Al-Kunnas kommt von Al-Kunas. Und Al-Kunas ist ein Ort, wo sich die Gazelle zurückzieht. Und deswegen eine weitere Interpretation dieses Verses ist, dass damit nicht die Himmelsgestirne gemeint sind, sondern dass damit was gemeint ist? Die Gazellen, die sich ebenfalls bewegen und die sich dann verstecken und wieder zum Vorschein kommen. Eine Gazelle, was macht eine Gazelle? Sie ist sehr schreckhaft, oder? Eine Gazelle ist sehr schreckhaft. Ja, bei dem kleinsten Mucks rennt sie sofort weg und versucht sich zu verstecken, um ihr Leben zu schützen. Ein schönes Tier, was aber sehr schreckhaft ist, was ich nur kurz zu Gesicht bekomme, weil es nämlich die Befürchtung hat, dass es dann gejagt werden könnte.
Und es könnte natürlich sein, dass Allah Ta'ala bei der Gazelle schwört. Vielleicht sind auch beide Bedeutungen richtig, aber die meisten Gelehrten sagen, und das ist vielleicht auch am naheliegendsten, weil natürlich die Himmelsgestirne gewaltiger sind als eine Gazelle und Allah Ta'ala in erster Linie bei gewaltigen Dingen schwört, dass Allah Subhanahu wa Ta'ala hier jetzt wirklich bei den Planeten und bei den Himmelsgestirnen schwört. Aber warum? Was hat das für einen Zusammenhang mit dem, was jetzt kommen wird? Und das ist die Frage gewesen, über die ich mir die ganze Zeit Gedanken gemacht habe. Weil wenn Allah Ta'ala bei etwas schwört, dann muss das immer in irgendeiner Weise mit dem zu tun haben, worauf Allah Subhanahu wa Ta'ala schwört. Wie wir es am Anfang der Sura hatten. Und wir werden das gleich sehen und vielleicht finden wir heute eine Antwort und Allahu A'lam, ob diese Antwort richtig ist oder nicht. Das heißt, Allah Subhanahu wa Ta'ala, er schwört bei etwas, was die ganze Zeit über da ist, aber nicht immer sichtbar ist. Der Mond ist die ganze Zeit da, oder? Aber er ist für uns nicht immer sichtbar. Die Planeten des Sonnensystems, das ist auch eine Meinung, dass es sich um die Planeten des Sonnensystems wie Saturn und die anderen Planeten handelt. Sie sind da, aber sie sind nicht immer sichtbar. Obwohl sie da sind, in diesem Moment sind sie da, aber ich kann sie nicht sehen. Warum? Aufgrund des Tageslichtes. Kann ich sie in der Regel nicht sehen. Und dann kommt der nächste Schwur. Und zwar schwört Allah subhanahu wa ta'ala wieder bei etwas, was kommt und geht. وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسْ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسْ. Und bei der Nacht, wenn sie, so wird es jetzt hier übersetzt, anbricht. Es könnte aber auch gemeint sein, das findet man sogar in der Anmerkung hier unten, das ist dann der zweite Tafsir. Und ich halte den für diesen Zusammenhang sogar für eher richtig, das ist meine persönliche Meinung. Aber beide sind durchaus angebracht. Und das ist, im Arabischen gibt es Wörter, die manchmal auf sozusagen das Gegenteil hindeuten, auf eine Sache und ihr Gegenteil gleichzeitig hindeuten. Und der As-As kann bedeuten, dass es sozusagen etwas anbricht, aber auch bedeuten, dass etwas vergeht. Und deswegen, وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسْ, und bei der Nacht, wenn sie anbricht, oder und bei der Nacht, wenn sie zu Ende geht. Beides ist möglich. Und dann, وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسْ, und bei dem Morgen, wenn er Atem schöpft. Also wenn der Tag anbricht. Und jetzt kommt das, worauf Allah schwört. Und jetzt wollen wir uns darüber Gedanken machen, was haben diese Schwüre genau mit dem zu tun. Innahu laqawlu rasulin karim. Das sind wahrlich die Worte eines edlen Gesandten. Bevor wir uns jetzt mit diesem Zusammenhang zwischen dem Schwur und dem darauf Geschwörten oder das, worauf man schwört oder worauf geschworen wird in diesem Vers beschäftigen, stellt sich die Frage, welcher Gesandte ist denn hier gemeint? Innahu laqawlu rasulin karim. Es geht nämlich noch weiter. Dhi quwwatin 'inda dhil 'arshi makin. Besitzer von Kraft und beim Herrn des Thrones angesehen. In Ansehen. Muta'in thamma amin, dem man dort gehorcht und der vertrauenswürdig ist. Wer ist damit gemeint? Jibril alayhi salam. Weil über unseren Propheten wird in den darauffolgenden Versen gesprochen. Das heißt, Allah Ta'ala erschwört jetzt darauf, dass der Koran die Worte Allahs sind, welche überbracht wurden durch einen Engel, nämlich durch Jibril alayhi salam. Was haben jetzt diese Schwüre damit zu tun? Eine Angelegenheit oder eine Sache, die ich in einigen Tafsir gefunden habe, war, dass Allah Ta'ala bei gewaltigen Dingen geschworen hat, dem Tag, der Nacht, gleichzeitig aber auch bei den Himmelsgestirnen, bei den Planeten, weil es sich nämlich bei der Offenbarung ebenfalls um etwas Gewaltiges handelt. Und dementsprechend passt das eine zum anderen. Eine weitere Sache könnte natürlich sein, dass Allah Ta'ala, und das wäre naheliegender, dass es sich wirklich um Planeten handelt, bei den Schwüren, dass Allah Subhanahu wa Ta'ala bei
Dingen schwört, die sich im Himmel befinden und die mit dem Himmel zu tun haben, um aufzuzeigen, dass diese Offenbarung vom Himmel ist und nicht von einem Menschen erfunden wurde. Das heißt, der Zusammenhang zwischen diesem Schwur oder diesen Schwüren und zwischen dem, worauf geschworen ist, ist, dass Allah Ta'ala beim Himmel schwört und all diesen Phänomenen, die sich im Himmel abspielen, um aufzuzeigen, das, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam verkündet, sind Worte, die vom Himmel kommen. Das ist eine zweite Erklärung. Die ist mir gerade eingefallen, subhanallah, jetzt gerade während wir gerade hier sitzen. Und die dritte Erklärung, die möglicherweise damit zu tun hat, ist, und deswegen auch der Schwur etwas, nein, ich schwöre bei den sich Verbergenden, also Dinge, die zum Vorschein kommen und sich wieder verbergen und wieder verschwinden und nicht immer sichtbar sind. Und hier, Allahu Alam, Allah weiß es am besten, ich habe das wirklich gesagt, jetzt nicht, ich habe das nicht gefunden, ich habe jetzt einfach meine eigenen Gedanken, mögen sie richtig sein, inshallah ta'ala. Und zwar, dass vielleicht Allah ta'ala uns auf etwas ganz Wichtiges hinweisen möchte. Nur weil wir eine Sache nicht sehen, bedeutet es nicht, dass sie nicht vorhanden ist. Weil wir argumentieren, Atheisten und Materialisten, nämlich genauso. Ich kann das nicht sehen, also kann das nicht existieren. Nur weil ich die Sterne jetzt nicht sehen kann, heißt es nicht, dass sie nicht existieren. Nur weil nicht immer ein Prophet anwesend ist neben mir, bedeutet es nicht, dass es keine Propheten gibt. Und das ist ebenfalls ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Allah subhanahu wa ta'ala, er zeigt uns auf, dass er immer wieder von Zeit zu Zeit Propheten gesandt hat, welche die Botschaft Gottes bestätigt haben und verkündet haben. Aber die Botschaft Gottes war immer da gewesen, auch wenn die Menschen sie vielleicht nicht immer sehen konnten. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn etwas nicht direkt sichtbar ist, bedeutet das nicht, dass es nicht da ist. Weil im Grunde genommen alles, was in diesem Universum ist, darauf hindeutet, dass es einen Schöpfer geben muss. Alles. Und deswegen, ich habe eine tolle Reihe angefangen zu hören, wo es um Argumente geht gegen den Atheismus. Deswegen gibt es einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Und zwar, wenn ich über den sogenannten Gottesbeweis spreche und dann anfange, Scheinargumente gegen die Existenz Gottes zu widerlegen, da sind das nicht Beweise an sich für Gott, sondern das sind im Grunde genommen nur Antworten auf diese Einwände gegen die Existenz Gottes. Aber im Grunde genommen muss ich die Existenz Gottes gar nicht beweisen, weil alles in diesem Universum, alles darauf hindeutet, dass es einen Schöpfer geben muss. Weil das sagt mir der gesunde Menschenverstand. Die Fitra, die in mir ist, die sagt mir, immer wenn ich etwas habe, dann kann ich davon ausgehen, dass es hierfür auch jemanden gibt, der es hergestellt hat. Und dementsprechend, ich müsste euch jetzt keine Beweise liefern dafür, dass dieser Laptop, den ich hier habe, hergestellt wurde. Und dass es einen Hersteller gibt, selbst wenn wir es nicht gesehen haben. Jetzt gibt es jemanden, der besonders schlau ist und der anfängt, daran zu zweifeln. Und der sagt, ich glaube nicht, dass dieser Laptop wirklich sozusagen einen Hersteller hat. Ich gehe davon aus, dass es durch Zufall entstanden ist. Man würde solch einen Menschen für verrückt halten. Aber wenn es um die Existenz Gottes ist, der dieses gesamte Universum erschaffen hat, dann gilt man als Wissenschaftler. Das ist merkwürdig, oder? Man würde jemanden für verrückt erklären, der solch eine einfache Flasche, ja, solch ein Becher, ja, behauptet über solch einen Becher, er sei durch Zufall entstanden. Man würde ihn für verrückt erklären. Und wenn jemand kommen würde und sagen würde, ich glaube nicht daran, dass es hierfür einen Hersteller gibt, dann würde man mit dieser Person gar nicht weiterreden. Oder? Mal ganz ehrlich. Also ich würde mit dem nicht weiterreden. Ich würde sagen, komm, lass mich in Ruhe. Ja, die kann man nicht helfen. Geh mal in eine Psychiatrie. Das ist ein Becher. Ein einfacher Becher.
Und jetzt dieses gesamte Universum, dessen Ende wir nicht mal erblicken können. Und wir haben jetzt erst gerade vor 2 Tagen das erste Foto von einem schwarzen Loch gesehen. Obwohl es das die ganze Zeit existierte. Es existierte die ganze Zeit. Und die Wissenschaftler glaubten daran aufgrund von Theorien. Und jetzt haben wir es gesehen durch ein Foto. Es hat sich bewahrheitet. Es gibt wirklich schwarze Löcher. Dieses gesamte Universum, was so riesig ist, so unendlich groß ist, dessen Geheimnisse viel zahlreicher sind als das, was wir über dieses Universum wissen. Dieses gesamte Universum soll einfach so durch Zufall entstanden sein. Wie verrückt muss man sein, so etwas zu glauben? So jemandem kann man nicht helfen. Egal wie klug er ist, egal wie intelligent er ist, ich kann ihm nicht helfen. Er ist blind. Er ist blind für Tatsachen. Es kommt jemand, der besonders schlau ist und der sagt, ich glaube nicht, dass 1 plus 1 gleich 2 ist. Der glaubt dir das nicht. Und er fängt an, mit dir darüber zu diskutieren. Du lässt ihn in Ruhe. Du wirst diese Diskussion nicht weiterführen, weil es so deutlich ist, dass du sagst, du bist blind. Das ist genauso wie jemand, der sagt, ich glaube nicht, dass es die Sonne gibt, obwohl sie vor ihm ist. Ich glaube, es ist irgendwie eine Lampe, die angeknipst wurde, aber es ist keine Sonne. Ich glaube nicht an Sonnen. Und es gibt solche Leute, die Dinge in Frage stellen, die die Wissenschaft heutzutage belegt hat. Und die Wissenschaftler machen sich über sie lustig. Wie Leute, die behaupten, die Erde sei flach. Es gibt ja jetzt neue Bewegungen, es gibt ja auch jetzt mittlerweile YouTube-Videos, wo versucht wird zu belegen, dass die Erde flach sei, ja, und keine Kugel sei. Gibt es. Es gibt Leute, die alles anzweifeln. Du kannst alles anzweifeln, wenn du willst. Aber diese Menschen werden nicht ernst genommen. Warum? Weil es sich hierbei um Tatsachen handelt. Erwiesene Tatsachen. Und dementsprechend, ich brauche im Grunde genommen für die Existenz Gottes keinen Beweis, weil alles darauf hindeutet, dass es Gott gibt. Und deswegen die einfachen Menschen damals, es gibt so eine schöne Überlieferung von einem Wüstenaraber, der gesagt hat, wenn es irgendwo einen Haufen gibt, ja, einen Kothaufen von einem Tier, ja, dann deutet dieser Kothaufen darauf hin, dass hier irgendwo ein Tier gewesen war, oder? Das ist ganz logisch. Der hat etwas genommen aus seiner Umgebung und hat gesagt, das deutet darauf hin. Und dementsprechend, wenn es diese Welt gibt, muss es für diese Welt was geben? Muss es für diese Welt einen Schöpfer geben? So einfach ist das. Das ist in unserer Fitra drin. Alles andere widerspricht unserer Fitra. Alles andere widerspricht dem gesunden Menschenverstand. Und demnach, ich brauche in dem Sinne keinen Gottesbeweis, weil ich selbst bin der Gottesbeweis. Alles, was um mich herum ist, ist der Gottesbeweis. Ich brauche nur Beweise, um das zu widerlegen, was einige einwenden, die blind sind. Und die ihrem gesunden Menschenverstand widersprechen. Weil sie das nämlich nur auf Gott beziehen, aber nicht auf alle anderen Dinge. Der Einzige, den sie anzweifeln, ist Gott. Sie würden das bei keiner anderen Sache machen, außer bei Gott. Weil sie nicht bereit sind, das einzusehen. Weil sie nicht bereit sind, die Propheten zu befolgen. Weil sie ihre Neigungen befolgen. Ja. Ich verstehe nur manchmal nicht, warum berühmte Astrophysiker, also Wissenschaftler hier auch in Deutschland reden über Zufallstheorie, Chaos-Theorie, also für die... Ich bin kein Wissenschaftler. Diese Menschen sind viel intelligenter als ich und als viele andere. Ja? Viel belesener. Aber am Ende fragt man sich, es ist doch so einfach. Wie kannst du das, was so deutlich ist, übersehen, obwohl du so intelligent bist? Was einfach klar ist, was ich gar nicht beweisen muss, weil es gar nicht anders geht. Weil die Behauptung, dass so etwas durch Zufall entstanden sein kann, einfach absurd ist. Es gibt so ein schönes Beispiel, noch einmal, damit wir darauf zurückkommen. Ja? So ein schönes Beispiel, wie ich habe 10 Würfel. Ihr kennt das Kniffel, oder? Kennt ihr doch das Spiel? Ich weiß nicht, wie viele Würfel man Kniffel spielt, aber ist ja auch egal. Ja, ich habe 10 Würfel. Und wie groß ist der Zufall? Oder wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich 10-mal die 6 würfele? Mit einem Wurf. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit? Kann man sicherlich ausrechnen. Aber es ist sehr unwahrscheinlich. Ja? Das sagt mir meine Fitra. Ich muss kein Wissenschaftler sein. Ich habe Mensch ärgerlich nicht gespielt. Ich weiß, dass es schon schwierig ist, 2 meine 6 zu bekommen. Bei Mensch ärgerlich nicht. Ja? Ja, obwohl das dann auch geht.
Aber 10-mal die 6 auf einmal mit einem Wurf ist schon sehr unwahrscheinlich. Kann passieren, aber ist sehr unwahrscheinlich. Und das ist nur bei 10 Würfeln. Jetzt nehmen wir 100 Würfel. Nehmen wir 1000. Jetzt nehmen wir Millionen Würfel. Du musst Millionen Mal mit einem Wurf alles Sechsen haben. Und aus wie vielen Genen besteht der Mensch? Ich weiß es gar nicht. Kennt sich jemand da aus? Ja? Kennt sich jemand aus wie vielen Genen der Mensch besteht? Nein, wie viele insgesamt, wie viele Milliarden? Wahrscheinlich Milliarden, ja, ich weiß es nicht. Ja, und subhanallah, der Zufall hat es ergeben, dass wir alle, ja, als Menschen, der Homo sapiens, ja, zufällig, ja, alle die gleichen Gene haben. Es ist, ich muss kein Wissenschaftler sein, um zu sagen, das widerspricht meinem gesunden Menschenverstand. Und das ist das, worauf Allah subhanahu wa ta'ala hier eingeht. Nur weil ich Sachen nicht sehe, bedeutet das nicht, dass sie nicht vorhanden sind. Das ist ihnen klar und deutlich. Und dann ebenfalls diese beiden Schwüre, die als zweites kommen, وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسْ. Das ist der Grund, warum ich persönlich eher davon ausgehe, dass damit auch gemeint ist, die Nacht, wenn sie zu Ende geht, وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسْ. Und bei dem Morgen, wenn er Atem schöpft, dass Allah Ta'ala hier jetzt überleitet zu was? Allah Ta'ala, er leitet über zur Offenbarung, um uns aufzuzeigen, dass die Offenbarung dem Menschen Licht gebracht hat. Dass die Offenbarung dem Menschen das Licht bringt. Und jetzt, innahu laqawlu rasulin karim. Dies sind wahrlich die Worte eines edlen Gesandten. Ich habe mir in der letzten Woche sehr intensiv Gedanken darüber gemacht, über diesen Vers. Damit ist ja Jibril alayhi salam gemeint. Und ich habe mir überlegt, woran liegt es, dass Allah Ta'ala den Koran eigentlich über einen Engel offenbart hat? Und nicht dem Propheten direkt eingegeben hat. Was könnte der Grund sein? Ich meine, wäre es nicht sinnvoller gewesen, Allah Ta'ala hätte den Koran direkt dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam eingegeben? Ja, aber warum hat er es ihm nicht eingegeben? Einfach direkt als Eingebung. Ja, nicht auf einmal. Er hätte ja auch ihn in verschiedenen Situationen das eingeben können. Also auch Adam, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, der war ja auch nur ein Mensch gewesen. Vielleicht hat Allah subhanahu wa ta'ala gedacht, es würde ihn dann überfordern. Ja, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Das heißt, Allah hat es gedacht, es ist so. Der Mensch, er hat nicht die Fähigkeit, direkt diesen Kontakt zu Allah aufzunehmen. Zumindest braucht es eine sehr, sehr lange Vorbereitungszeit. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er hat dementsprechend diese Verbindung hergestellt zwischen ihm und zwischen dem Menschen durch dieses Lichtwesen, Jibril alayhi salam, der nur eine einzige Aufgabe hat. Und er ist der, wie gesagt, der gewaltigste Engel, ja, der 600 Flügel hat, wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ihn beschrieben hat, der die einzige Aufgabe hat, dass er diese Offenbarung auf die Menschen herabsendet. Weil der Mensch nicht in der Lage wäre, die Offenbarung direkt von Allah subhanahu wa ta'ala entgegenzunehmen. Außer Allah bereitet ihn darauf vor. Und das hatten wir einmal gehabt bei unserem Propheten sallallahu alaihi wa sallam, nämlich wo? Beim Isra und Mi'raj. Ja. Er hat mit ihm gesprochen, Allah subhanahu wa ta'ala, er hat ihn auch vorbereitet und er hat mit ihm gesprochen, ja, und als er dann mehr wollte, ihn nämlich sehen wollte, da ist Musa alayhi salam umgekippt und der Berg erbebte. Und da sehen wir, der Mensch, wie er im Diesseits ist, mit seinem Körper, er besitzt nicht diese Fähigkeit, direkten Kontakt zu Allah subhanahu wa ta'ala aufzunehmen. Und dementsprechend, Allah subhanahu wa ta'ala, er hat einen Boten bestimmt zwischen sich und zwischen dem Menschen, und zwar nicht jedem Menschen, sondern ganz konkret zwischen sich und zwischen dann den Propheten, die er auserlesen hat für genau diese Aufgabe. Und die Propheten wurden vorbereitet. Das Herz unseres Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, es wurde als Kind gewaschen.
damit er das überhaupt entgegennehmen kann. Und wir wissen, wie schwierig es für den Propheten sallallahu alaihi wa sallam gewesen war, die Offenbarung entgegenzunehmen. Was berichtet unsere Mutter Aisha radiallahu anha? Sie berichtet, dass unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam an einem kalten Tag, wenn er die Offenbarung erhielt, plötzlich anfing zu schwitzen, sodass die Schweißperlen von seiner Stirn runter getropft sind. Und ich glaube, Abdullah ibn Abbas oder Abdullah ibn Mas'ud war es gewesen, der sagte, das Bein des Propheten sallallahu alaihi wa sallam war auf mich gelehnt, auf mein Bein. Und er bekam plötzlich eine Offenbarung und er wurde so schwer, sallallahu alaihi wa sallam, während des Offenbarungsprozesses, dass ich die Befürchtung hatte, mein Bein würde brechen. Er hat einmal, sallallahu alaihi wa sallam, eine Offenbarung erhalten auf einem Pferd und das Pferd konnte nicht mehr weiterlaufen. So schwer wurde der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam. Und er war erschöpft gewesen, sallallahu alaihi wa sallam. Und da sehen wir, es ist keine einfache Angelegenheit. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er hat jetzt Jibril als Rasul Karim bezeichnet. Als edlen Gesandten. Derjenige, der die Worte Gottes verkündet, muss edel sein. Und jetzt kommen wir zu einigen Lehren für uns. Weil jeder von uns ist ein Verkünder der Botschaft Gottes. Wir sind keine Engel, das ist klar. Aber wir verkünden ebenfalls die Botschaft Gottes, ein jeder von uns. Wir sind Muslime. Und dementsprechend, damit ich ein erfolgreicher Da'iya sein kann und damit die Menschen von mir etwas annehmen, muss ich edel sein. Edel in meinem Charakter. Edel in meinem Verhalten. Allah Ta'ala, er zeigt uns auf, wie man zu einem edlen Menschen wird. Indem er sagt, inna akramakum indallahi atqakum. Der edelste unter euch bei Allah ist wer? Der Gottesfürchtigste. Das heißt, diese Eigenschaft, was sagt man dann, was ist denn die Eigenschaft des Edelseins? Der Edelmut, okay, gut. Ja, des Edelmuts, ja, diese Eigenschaft des Edelmuts, ja, ist eine Eigenschaft, die ich erlange durch die Gottesfurcht. Innahu laqawlu rasulin karim. Und jetzt beschreibt Allah Ta'ala diesen edlen Engel, diesen edlen Gesandten, dhi quwwa, Besitzer von Kraft. Jibril alayhi salam war körperlich oder ist körperlich kräftig. Wir haben es gerade gesagt. Der Prophet beschreibt ihn mit 600 Flügeln. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat ihn gesehen, wie wir gleich noch hier in diesen Versen sehen werden. Und er bedeckte mit seinem Körper den gesamten Horizont. Aber mit Kraft muss nicht nur körperliche Kraft gemeint sein, sondern mit Kraft muss auch oder kann auch die Kraft des Imans gemeint sein. Dass wenn es um meinen Glauben geht, ich kräftig bin. Und deswegen, was sagt unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam? Al-Mu'minul Qawi, der starke Mu'min, khayrun wa ahabbu ila Allah, ist bei Allah höher angesehen und ist Allah lieber, min al-Mu'minul Da'if, als der schwache Mu'min. Ein Mu'min, der Willenskraft hat, der stark ist, wenn es um die Wahrheit geht, das ist ein Mu'min, der die Botschaft Allahs verkünden kann. Und deswegen Allah Ta'ala, er beschreibt immer wieder diejenigen, welche die Botschaften Allahs verkünden, als Leute, welche keine Angst haben, außer vor Allah. وَيَخْشَوْنَهُ Und sie fürchten ihn. وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهِ Und sie niemanden außer Allah fürchten. Kraft, Mut. Und dann ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينَ Und beim Herrn des Thrones in Ansehen, Allah Ta'ala, er hat ihn erhöht. مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينَ Dem man dort gehorcht und der vertrauenswürdig ist. Nochmal vielleicht ganz kurz zu der Eigenschaft, beim Herrn des Thrones in Ansehen. Wenn du die Botschaft Allahs verkündest, dann erlangst du Ansehen bei Allah. Willst du, dass Allah dich erhöht? Dann sei ein Verkünder seiner Botschaft. Sei ein Da'iya.
Was sagt Allah Ta'ala? وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا. Und wer sagt Besseres? مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ. Als jener, der zu Allah einlädt. وَعَمِلَ صَالِحًا. Und rechtschaffen handelt. وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Und sagt, ich gehöre zu den Gottergebenen. Das ist der Beste. Es gibt niemanden, der besser ist. Willst du ansehen bei Allah? Dann sei ein Da'iyah. Sei jemand, der sich für die Sache Allahs einsetzt. Es ist nicht einfach. Es ist die schwierigste Aufgabe überhaupt. Das schwierigste Aufgabe überhaupt. Weil Allah wird dich prüfen auf diesem Weg. In vielerlei Hinsicht. Und deswegen sagt ja der Prophet, diejenigen, die am meisten geprüft werden und am härtesten sind die Propheten und dann diejenigen, die ihnen am ähnlichsten sind. Also, dadurch erlange ich Ansehen. Und dann, عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينَ. Und beim Herrn des Thrones ansehen, also مُطَاعٍ ثَمَّ. Dem man dort gehorcht. Wem gehorcht man? Im Himmel. Jibril alayhi salam wird gehorcht. Die Himmelsbewohner, sie gehorchen ihm. مُطَاعٍ ثَمَّ. Und dann ganz wichtig, أَمِين. Und der vertrauenswürdig ist. Die Grundeigenschaft eines Propheten ist welche? Die Vertrauenswürdigkeit. Und deswegen ist es nicht verwunderlich, dass unser Prophet sallallahu alaihi wasallam genau diese Eigenschaft verkörperte, bevor er Prophet war. Weil es eine Grundvoraussetzung ist. Und dass jeder Prophet den Gesandten, den Allah zu einem Volk gesandt hat, diese Eigenschaft hatte. Inni lakum rasulun amin. Ich bin ein vertrauenswürdiger Gesandter zu euch. Wenn du willst, dass die Menschen dich ernst nehmen, dass die Menschen dir zuhören, dass die Menschen von dir annehmen, musst du vertrauenswürdig sein. Das ist die Grundeigenschaft eines Muslims. Ohne diese Eigenschaft wirst du niemals Erfolg haben in deiner Da'wah. Weil wenn die Menschen anfangen zu merken, dass du nicht vertrauenswürdig bist, dass du sie hintergehst, dann werden sie von dir nichts mehr annehmen. Amana. Die Grundeigenschaft eines Gesandten. Und jetzt, nachdem Allah Ta'ala über diese Eigenschaften von Jibril gesprochen hat, und wir sehen, subhanallah, obwohl es Eigenschaften eines Engels sind, können wir sie sogar auf uns beziehen und davon profitieren. Und jetzt fängt Allah Ta'ala an, nachdem er über Jibril gesprochen hat, diese Kette vom Himmel, Jibril überbringt die Botschaft Allahs, über wen zu sprechen? Über Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und er spricht über ihn wie? Indem er sagt, وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ. Und euer Gefährte, also Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ist kein Besessener. Wie soll ein Besessener, ein Verrückter, jemand, der krank ist, wie soll er solche Worte von sich geben? Und das Lustige ist, es gibt heutzutage immer noch Leute unter den Islam-Fanatikern oder Islam-Hassern, welche behaupten, Muhammad sallallahu alaihi wasallam war Epileptiker gewesen. Es gibt immer noch Leute, die so etwas behaupten. Habt ihr jemals einen Menschen gesehen, der einen epileptischen Anfall hatte? Ich habe es gesehen. Habt ihr gesehen, wie er sich danach, in was für einem Zustand er sich danach befand? In einem schwierigen Zustand. Aber nicht in einem kreativen Zustand, wo er mal dann Gedichte und Worte von sich gibt, die noch 1400 Jahre die Menschen inspirieren. Das sagt kein Verrückter. Allah Ta'ala, er widerlegt es. Denkt doch mal darüber nach. Und deswegen an anderer Stelle im Koran heißt es, قُلْ إِنَّمَا أَعِذُكُمْ بِوَاحِدَةً. Sprich, ich ermahne euch mit einer Sache. أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَا وَفُرَادَ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا. Dass ihr alleine vor Allah steht. Zieh dich mal zurück. Lass mal alles. Und zieh dich mal einfach zurück. Entweder mit jemandem zusammen oder ganz allein. Und dann denkt nach. مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةً. Euer Sahib, euer Gefährte, der ist nicht verrückt. Denkt doch mal darüber nach, Muhammad soll verrückt sein. Ich würde mir wünschen, verrückt zu sein, wenn alle Verrückten so sind wie er. Wenn Muhammad verrückt war, dann müssten wir alle verrückt werden. Dann wünscht sich jeder durch eine Krankheit.
وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ Er beginnt mit dem einfachsten Argument, was am leichtesten zu widerlegen ist. Und dann وَلَقَدَ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينَ Majnun heißt auch gleichzeitig, er bildet sich irgendetwas ein, hat irgendwelche Wahnvorstellungen. Und Allah widerlegt das jetzt, indem er nämlich sagt, وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينَ Er hat ihn ja am deutlichen Gesichtskreis gesehen. Er hat Jibril gesehen, wir haben es gerade beschrieben. Aus authentischen Überlieferungen geht hervor, dass er in Mekka, in Al-Batha, dieser großen sozusagen, also leicht außerhalb, entfernt von der Kaaba, ja, hat er Jibril alayhi salam gesehen auf einem Stuhl sitzend. Sein Wesen, sein Körper hat den gesamten Horizont bedeckt. Und Jibril alayhi salam hat ihn gerufen. Ja, ayyuhal muddathir, oh du Bedeckter, komm, veranzir, steh auf und warne. Es sind keine Wahnvorstellungen gewesen, die er hatte, sallallahu alayhi wa sallam. Sondern er hat ihn mit eigenen Augen gesehen. Und deswegen, ganz wichtig, wie die Offenbarung zum Propheten gekommen ist. Weil auch hier setzen manche christlichen Missionare an und sagen, das sei ein Dämon gewesen. Das seien einfach nur Wahnvorstellungen gewesen. Wie kam die erste Offenbarung zum Propheten zu Hause? Kam sie in Form eines Schlafes? Nein. Eines Traumes im Schlaf? Nein. Eines Traumgesichtes? Nein. Das war 6 Monate vorher gewesen. Aber das war noch nicht wirklich die Offenbarung gewesen. Wie kam die erste Offenbarung zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam? Sie kam zu ihm und Jibril alaihi salam war in der Gestalt eines Menschen gewesen. Und damit er nicht glaubt zu träumen, hat dieser in einem Menschen verwandelte Engel was getan? Er hat ihn gedrückt. Und wie hat er ihn gedrückt? Er hat ihn so stark gedrückt, dass er Angst hatte zu sterben. Und er hat ihn wieder losgelassen. Und er hat es dann ein zweites Mal gemacht. Und ein drittes Mal, sodass kein Zweifel mehr ist. Da ist wirklich jemand. Mal ganz ehrlich. Es gibt manchmal Träume, die sehr wahr erscheinen, oder? Gibt es. Aber ich kann schon unterscheiden, ob ich wirklich gedrückt wurde oder im Traum gedrückt wurde, oder? Ja. Gerade wenn es nicht nur einmal ist. Beim ersten Mal habe ich jetzt geträumt oder war das jetzt ein Traum? Ich bin so halb wach, weiß ich jetzt nicht. Könnte ein Traum gewesen sein. Aber dann ein zweites Mal und der ist direkt vor mir. Ich kann ihn spüren. Ich kann ihn riechen. Und ich ersticke fast. Und er lässt mich los, ich komme wieder zu mir. Und er spricht zu mir und sagt, lies. Und ich antworte ihm. Und dann drückt er mich nochmal und nochmal. Beim dritten Mal spätestens wird mir klar, das ist kein Traum, das ist wirklich die Wahrheit. Und damit es nicht irgendein Wanderer war, der ihn genommen hat und sich einen Spaß gemacht hat, hat bei der zweiten Offenbarung der Prophet sallallahu alaihi wa Jibril in seiner wahren Gestalt gesehen. Sodass er wusste, das ist wirklich ein Engel. Das sind keine wahren Vorstellungen. Schaut mal, wie Allah das widerlegt. Ein Argument nach dem anderen. Und dann, es geht weiter. وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينَ Und er hält nicht aus Geiz das Verborgene zurück. Worauf will Allah damit antworten? Auf das Argument einiger Leute zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, was heute wieder aufgegriffen wird. Er war ein Kahin gewesen. Was ist ein Kahin? Hä? Zauberer, Wahrsager. Ja, das sind die Kohen. Was hat das damit zu tun? Was machen denn diese Magier, diese Zauberer, diese Wahrsager? Die behaupten, sie würden das Verborgene kennen. Lügen. Sie lügen auf der einen Seite, das ist klar. Aber was machen sie noch? Machen sie das, weil sie wohltätig sind? Für wohltätige Zwecke? Die zocken den Leuten das Geld aus der Tasche. Das erste Mal gebe ich dir so eine Information. Aber spätestens bei der zweiten Information will ich die gelb-grünen Scheine sehen. So läuft das. Keiner wird dir einfach so etwas erzählen. Und genau das meinte Allah Ta'ala damit. Und er widerlegt damit genau das, was sie selbst über die Kohan wissen, über die Wahrsager zu ihrer Zeit. Wie sie sich verhalten haben und dass sie immer Geld genommen haben, dass sie nicht einfach so Informationen gegeben haben. Er hat einfach so gegeben, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Ma as'alukum alayhi min ajr, ich will von euch keinen Lohn haben. Er hat nicht profitiert, sallallahu alaihi wa sallam. Im Gegenteil, er hat gegeben.
Und dementsprechend eure Theorie, er war ein Wahrsager gewesen. Er wollte sich damit bereichern, wie es auch einige Orientalisten versucht haben zu behaupten, dass er Ruhm erreichen wollte. Er wollte zu einem berühmten Feldherrn werden. All das wird widerlegt durch deine Sira, sallallahu alaihi wasallam. Er ist gestorben und hat nichts gehabt, außer sein Schwert und einen Krug. Und eine Strohmatte, auf der er geschlafen hat. Sieht so jemand aus, der nach Ruhm strebt? Und nach Reichtum? وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِظَنِينَ. In einer anderen Lesart heißt وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِظَنِينَ. Vonin bedeutet, ja, man kann sozusagen, wenn es um das Verborgene geht, ihn nicht in Zweifel stellen. Er sagt immer das, was ihm offenbart wurde. Und dann, der nächste Vorwurf, das sei ein Dämon gewesen. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ. Und das sind nicht die Worte eines gesteinigten Satans. Ein Satan soll zum Guten aufrufen? Ein Satan, ein Teufel ruft zur Ehrlichkeit auf? Zur Wahrhaftigkeit? Zur Reinheit des Inneren und des Äußeren? Wenn alle Sataner so sind, Alhamdulillah, ja, dann hätten wir heutzutage eine ganz andere Welt. Der Teufel, er gebietet nur das Schlechte. Und Allah Ta'ala, er gebietet nur das Gute. Und alles, was wir im Koran finden, gebietet nur das Gute, nicht Schlechtes. Wenn die Menschen sich an die Gebote des Korans halten würden, dann hätten wir ein Paradies auf Erden. Dann hätten wir ein Paradies auf Erden. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ. Und jetzt, فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ. Wo geht ihr denn hin? Was ist damit gemeint? Was wollt ihr euch noch für Dinge ausdenken? Ihr habt gar keine Argumente mehr. Euch fehlen die Argumente. Wo sind eure Argumente? Euch sind eure Argumente ausgegangen und deswegen habt ihr euch irgendetwas ausgedacht. Und als sie nicht mehr weiter wussten, haben sie gesagt, okay, das, was am ehesten auf ihn zutrifft, ist, dass er ein Zerheil ist, ein Magier. Dann erzählen wir das den Leuten. Und deswegen, ganz wichtig, wenn du mal Zweifel bekommen solltest, und Zweifel sind etwas Natürliches, wenn du mal Zweifel bekommen solltest, dann verwende genau diese Methode, die dir Allah hier beibringt. Versuch einfach mal zu vergleichen. Okay, ja, nehmen wir mal an, der Islam, ich habe Zweifel. Was wären die Alternativen? Was sind die Alternativen? Atheismus? Atheismus? Ich bin einfach so da. Wir haben vorhin darüber gesprochen, ausführlich. Etwas in meinem Inneren sagt, es muss etwas Größeres geben. Und alles deutet darauf hin, dass es einen Schöpfer geben muss. Sonst würde mein Leben keinen Sinn machen. Was unterscheidet mich dann von einem Tier? Nichts. Wenn es nur um Fleisch und Blut geht, dann ist kein Unterschied zwischen mir und zwischen einem Tier. Ja, anderen Religionen, ich kann Vergleiche machen. Und ausschließen, ausschließen. Und dann werde ich zu der Erkenntnis kommen, das Einzige, was wirklich noch in Frage kommt für mich, ist was? Ist der Islam. Das ist eine Methode von vielen Methoden. Eine Methode von vielen Methoden. Vereinet, wo wollt ihr noch hingehen? Es fehlen euch die Argumente. Und dann, Allah subhanahu wa ta'ala, er zeigt auf, was der Koran ist. In huwa illa dhikrul lil alamin. Er ist nur eine Ermahnung für die Weltenbewohner. Das ist alles. Er erinnert die Leute. Dhikr. Dhikr. Was heißt denn Dhikr? Dhikr heißt von Dhakara. Dhakara ist sich an etwas erinnern. All das, was Allah Ta'ala im Koran verkündet, das kennen wir schon in unserem tiefsten Inneren. Das kennen wir. Jeder kennt das. Die anderen Religionen, die davor waren, sie bestätigen eigentlich genau das. Nur sie wurden im Laufe der Zeit etwas abgeändert. Aber wenn ich zum Ursprung zurückgehe, dann werde ich sehen, der Islam, er erinnert uns nun daran, was die ursprüngliche Botschaft Gottes war, an alle Propheten. Der Koran, er soll uns ermahnen, erinnern. لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمْ. Für jemanden von euch, der sich recht verhalten will, der am geraden Weg festhalten will. Es gab Menschen, die haben nach der Wahrheit gesucht, aber sie haben sie nicht gefunden. Sie haben natürlich einen Gott geglaubt, aber sie wussten nicht, wie sie an diesem geraden Weg festhalten sollen. Und der Koran, er lehrt mich das. Und er erinnert mich daran. Er führt mich zurück auf diesen geraden Weg. Aber am Ende ist das mir überlassen. Und jetzt zeigt Allah etwas Gewaltiges auf. Dieser letzte Vers ist ein gewaltiger Vers, über den man einen ganzen Vortrag machen könnte. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Und ihr könnt nicht wollen, außer dass Allah will, er der Herr der Weltenbewohner.
Was lehrt uns Allah Ta'ala in diesem letzten Vers? Allah Ta'ala, er lehrt uns in diesem letzten Vers zwei grundlegende Dinge. Oder in diesen letzten beiden Versen erklärt er uns und er gibt eine Erklärung für etwas, was die meisten Menschen heutzutage als einen Widerspruch da ansehen. Und zwar der Widerspruch zwischen dem freien Willen des Menschen und zwischen dem göttlichen Willen. Allah Ta'ala, er zeigt uns in diesem vorletzten Vers auf, لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمُ, für jemanden von euch, der sich recht verhalten will. Er schreibt dem Menschen eine Mashi'a zu, eine Irade, also einen Willen. Ich kann mich entscheiden. Aber gleichzeitig zeigt mir Allah auf, dass über mir der göttliche Wille ist, der mich theoretisch auch davon abhalten könnte, etwas zu tun, was ich tun möchte. Also auf der einen Seite habe ich einen freien Willen, aber auf der anderen Seite weiß ich, dass ich als Mensch nicht ganz frei bin, sondern ich bin in bestimmten Dingen eingeschränkt. Ich bin frei in meiner Entscheidung, ob ich glaube oder ob ich nicht glaube. Ich bin frei in meiner Entscheidung, ob ich Gutes tue oder ob ich Schlechtes tue. Und dafür wird mich Allah zur Rechenschaft ziehen. Aber worum bin ich nicht frei? Ich bin nicht frei in Fragen, wie lange ich lebe, wo ich auf die Welt komme. Und theoretisch kann Allah subhanahu wa ta'ala mich auch an Dingen hindern. Wenn ich Schlechtes tun möchte, kann Allah Ta'ala, wenn er möchte, mich daran hindern. Und das tut er auch manchmal, wenn Menschen es übertreiben mit dem Unrecht. Allah Ta'ala erhindert sie irgendwann einmal daran, sodass sie das Unrecht nicht mehr ausführen können. Und dementsprechend, ja, diese letzten beiden Verse zeigen uns noch einmal auf, ich bin selbst dafür verantwortlich, welchen Weg ich gehe, auch wenn ich verinnerlichen muss als Muslim, dass Allah subhanahu wa ta'ala über mir steht und dass die Hidayah, die Rechtleitung, in der Hand Allahs liegt. Und dementsprechend muss ich als Muslim immer wieder Dua machen, dass Allah subhanahu wa ta'ala mich rechtleitet und dass er mich festigt auf diesem geraden Weg. Ja Allah, festige uns auf diesem geraden Weg. Allahumma ya muqallib al-qulubi wal-abasar. ثبت قلوبنا على دينك اللهم بارك لنا شعبان وبلغنا رمضان والله زكنا في uns im Monat Schaban und lass uns den Monat Ramadan erreichen. Amin ya rabbil alamin. Danke für eure Aufmerksamkeit.